Oh, du gehst runter. Na, dann komme ich mit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mafia. Wir haben das letzte Mal den Maulwurf gefunden und weggeflogen. Jetzt kommt hier ein Polizist, das ist mir aber egal, ich fall weg. Tschüss. Wir sollen jetzt zum Staatsanwalt. Parli in antichia di siciliano. O capo, durissimo piano. Ich kann kein Italienisch. Perfetto. A posto. Hai capito, o piano? Ja, ich bin eingeweiht. Okay, per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza fare ci sentire né vedere. A cacciaforti sta a reggio un guaccio nu primo piano. Tu rammi in antichia di tempo e lascia fare tutto a mia. Chi da cacciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Ja. Das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Oh ja. Minja. Gut, jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Forte. Sì, faccio io. Rabrire cassaforte. Aprire cassaforte. Himmel. Okay. Funk. Hören wir den Funk ab. Perfetto. Ich höre keinen Funk. Darf ich Sie mal überholen? Ich war früher auch mal Taxifahrer. Tolle Aussicht hier oben. Aber ja, ich sehe aber nichts. Miramichioso. Das Zimmer. Ecco. Ce la siamo gioco. Ich verstehe nur Bahnhof. Oh, ein Labyrinth. Geil. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Schüsse werden den Alarm auslösen. Danke. Was habe ich sonst noch? Los, Faust, die Kacke. Wie mache ich das jetzt? Wie verhaue ich die nochmal? Ah. Gut, danke. Oh, Scheiße. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Kommen Sie mal hierhin. Legen Sie sich dahin. Dankeschön. Was hat er nochmal gesagt? Das soll ein Labyrinth sein, ne? Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht, nein. Kann ich hier durch? Das wäre sehr nett. Ja, ich hätte gerne mal eine Nacht frei. Ja, ich auch. Oh. Wo lang geht die da? Und jetzt. Dankeschön für Ihre Kooperation. Sie werden jetzt erstmal weggelegt. Du kommst in die stille Ecke. Gut, ich glaube, einer fehlt noch, ne?
Oh, shit, da läuft der lang. Ja, ich hätte gern mal eine Nacht dabei. Wo bist du? Ach, da bist du. Bleibst du auch mal stehen? Ja. Vielen Dank. Ihr macht es mir alle so einfach. Ist ja fast wie Hitman. Oh shit. Sieht er mich dann? Ich hoffe nicht. Ah, hier ist der Ausgang. Wo ist dieser Hosenscheißer? Da ist er. Shit. Richtig schöner Abend zum Rumstehen. Ja. Oh, da hat mich beinahe einer gesehen. Oder hat der mich jetzt gesehen? Nein. Der hat mich doch nicht gesehen. Ja, ich hätte gern mal eine Nacht frei. Du auch? Komischer Kauz. So, dich nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Ich hoffe, das war's von den Typen. Wäre sehr nett. Du kommst zu deinem Freund. Entschuldigung. So geht's auch. Sind hier noch welche? Ich hoffe nicht. Das wäre echt suboptimal. Zeitung. Ne, doch nicht. Ist hier noch wer? Da ist noch wer. Scheiße.
Das haben ja hier alle. Shit. Ich glaube, das waren alle. Salvatore, wo bist du? Alles sauber. Domi, io qui. Fuck. Wer konnte denn ahnen, dass der sich wieder umdreht? Und tschüss. War aber auch ein komischer Bug eben gerade. Was? Wo bist du? Der Typ nervt. Naja, vorsichtshalber. Nee, ich nehme doch lieber den. Da bist du. Me, sei uno tosto, du, eh? Was? Was willst du von mir? Betritt den Anwesen. Betritt das Anwesen. Ja, das mache ich. Brich ins Anwesen ein. Was bist du denn für ein Einbrecher? Keine Ahnung. Nach? Non guaccio. Da Vinci. Caravaggio. Du capisci? Gemälde? Hinter einem Gemälde, meinst du das? Si, si. Okay, ich verstehe. Gibt noch. Wir müssen ich den verstehe nur Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Eine Notiz. Amerika wird nicht der Versuchung erliegen, die Prohibition darf nicht aufgehoben werden. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Epheser 5,18. Hier ist noch ein Salvatore. Brennendes Auto. Mafia-Boss in Apia Bay ermordet. Spektakuläre Bilder vom feurigen Tod des abscheulichen Bosses. Der berüchtigte Gauner Tommaso Moretti wurde Donnerstagnachmittag vor seinem Anwesen in Apia Bay als einziges Opfer einer zweifellos von einem Rivalen aus der Unterwelt platzierten Autobombe getötet. Die Einwohner hoffen, dass Morettis Tod das Ende der Bandengewalt bedeutet, die ihre Stadt in den letzten Monaten erschüttert hat. Sein Tod wird kaum betrauert werden. Und da ist er auch hin. Na, ich treffe das Ding nicht mehr. So, jetzt müssen wir hier hin. Da ist auch nichts. Hier ist nur Wand dahinter. Was hast du da? Ein Buch, ja toll. Das habe ich schon gesehen. Wohin soll ich denn jetzt? Achte,
Da ist wer drin, oder? Da ist wer drin. Ich glaube, hier ist nichts. Ja, sieh hinter den Gemälden nach, aber hier ist nichts mehr. Kein Punkt. Nichts, nada, niente. Aha. Hier auch nicht. Einfach das Haus. Oh, so einfach war das. Na gut. Oh, shit. Alter. Zaheri. Ist hier sonst noch irgendwo irgendwas? Nee. Hier unten habe ich, glaube ich, alles schon durchsucht. Kommt oben noch dran. Aha. Bravo. Oh, oh. Scusa. Klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Beeil dich, Salvatore. Pazienza, pazienza. Scusa, scusami. Ancora? Dammi a retto l'allarme. Was? Mensch, Ruhe, das war doch futtun. Scheißegal, komm jetzt, wir müssen hier raus. Vai, dietro, dietro. Sie sind bestimmt auf. Der Safe ist in seinem Büro. Was? Wo bist denn du? Ach so, da. Du lädst nach, ich auch gleich. Ha!
Ja. Oh, du gehst runter. Na, dann komme ich mit. Ist hier noch wer? Ich glaube nicht. Aber glauben heißt nicht wissen. Salvatore, bleib zurück! Ich kümmere mich um sie! Endlich verstehe ich dich mal. Lee aus dem Anwesen. Das mache ich jetzt. Ja, halt bloß dein Maul. Wohin soll ich denn überhaupt? Los, steig ein. Ich weiß. Du hast recht. Stimmt. Polizei. Er ist weg. Zurück zur Patrouille. Grazie, Signoruzzo. Salvatore, wohin soll ich dich bringen? A casa. Gut. Wo ist das? Sesta e... e Mabul. Okay, dann mal... Tommy, dagli a dire una cosa. O nostro prossimo travaglio, ci penso io a Casciafortio, capisti? Capisci che non ci morì in Taggiavilla. E ci colpi solo tu. Porta risale! Sorry. Imparano antichio di siciliano. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un meccano. Usaccio. Ma minchia, te la vi a dire. Un l'affare mai più, eh? Mai più. Ok, ok. Schon gut. Buonanotte. Nacht. Ja, buonanotte. Gutes Geschäft. Das ist unser letztes gutes Zeug. Ich weiß. Ein paar der Flaschen habe ich schon 10 Jahre. Aber wir brauchen das Geld. Raus damit. Na los doch. Aufladen. Schön, euch zu sehen. Boss, gibt's Neues von der Sache mit Salvatore? Das war gut, Tom. Gilotti hat nichts mehr in der Hand. Das gibt uns Zeit. Bis das Geld ausgeht. Aber noch nicht die Farm verkaufen, Boss. Sam meint, du hast dir was überlegt. Ja, und es wird Ihnen gefallen. Wir machen Kohle und geben Morello nebenbei was auf die Fresse. Okay, dann lass mal hören. Vor ein paar Wochen sitze ich in einer Zigarrenlounge in Blue Tropics. Wo? Ist nur ein kleiner Puff. Nur ein paar kleine Kammern mit dreckigen Matratzen. Ist ein Herrenclub. Mit Bar und allem. Naja...
Ein Typ ist komplett dicht. Jam hat der Alten mit seinen Problemen die Ohren voll. Ist mir nur wegen seinem bekloppten Akzent aufgefallen. Er labert und labert, dass er so richtig fett abkassiert hat. Aber die Typen, für die er arbeitet, setzen ihn unter Druck. Seine kaputte Nase spricht Bände. Hast du für ihn bezahlt? Niemals. Aber ich habe ihn rausgebracht und mich mit ihm in den Diner um die Ecke gesetzt. Haben uns unterhalten. Stellte sich raus, er heißt Gates. Ein Landei aus Kentucky. Schwarzbrenner? Besser. Sein Alter hat ein paar richtige Destillerien. Und dreimal darfst du raten, wer ihm seinen Fusel hier exklusiv abnimmt. Morello. Und du glaubst, er will sich rächen? Oh ja, ich bin seitdem an ihm dran. Er kommt heute Abend mit einer neuen Lieferung, aber er würde mit all seinen Leuten die Seiten wechseln. Alles, was wir tun müssen, es muss wie ein Überfall aussehen. Ich weiß nicht, Pauli. Traust du diesem Kerl? Er hasst Morello, glaub mir. Außerdem haben wir keine Wahl. Wir sitzen hier bald auf dem Trockenen, Boss. Was meinst du, Tom? Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Wenn Pauli sagt, Gates kriegt das hin, warum nicht? Treffpunkt? Die Parkgarage in der Innenstadt. Okay, von mir aus. Aber diesmal hältst du dich zurück, hast du verstanden? Nimm Carlo und Little Bill mit. Klar doch, Boss. Hast du den Truck? Komm her damit. Wir enttäuschen sie nicht, Boss. Ich will es nicht bereuen, dass du Zeit mit den Jungs auf der Straße verbringst, Carlo. Sorgen Sie sich nicht um mich. Tue ich nicht. Tommy macht das für mich. Ich passe auf ihn auf, Boss. Gute Fortuna, Jungs. Aber ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links kommt ihr zu meinem Kanal, rechts sind weitere Videos verlinkt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Du mit deiner Zigarre im Mund.